Hallo zusammen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zum heutigen Fashion Haul. Ich bin Nettie und ich bin Teil der Beauty Twins. Bei uns lernst du Beauty, Fashion und Ästhetik zu verstehen. Also abonniere doch gerne diesen Kanal unter mir völlig kostenlos, damit du keine Videos mehr zu diesen Themen verpasst. Bevor ich aber mit dem eigentlichen Fashion-Video anfange, möchte ich gestehen, ja, das hier ist eine Perücke. Wo ich die gekauft habe, erfährst du hier oben in dem Video. Also wenn du dich für diese Perücke interessierst, dann schau gerne hier rein. Ich war beim H&M, ich war beim New Yorker und ich war beim Deichmann. Ich packe diese paar Teile, die ich dort eingekauft habe, einfach zusammen in einen Fashion Haul. Es wird kein Try-on-Haul, aber wenn du dich trotzdem für die paar Teile interessierst, dann bleib jetzt gern dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Fashion-Haul. Anfangen tun wir mit den großen Sachen. Und zwar möchte ich euch gerne meine zwei neuesten Taschen zeigen. Ein What's in my bag hat meine Schwester für euch extra neulich abgedreht. Findet ihr hier oben oder unten in der Videobeschreibung. Also checkt das gerne mal ab, wenn ihr euch interessiert, was wir so immer täglich mithaben. Das hier ist meine erste Tasche. Die habe ich vom Deichmann gekauft. Das ist die Kendall plus Kylie Tasche. Ich fand die so schick, weil die auch hier so ein schönes Accessoire hat. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, kein Kylie Jenner Fan, ja, und auch nicht wie die anderen da alle heißen, Kim Kardashian und so, bin ich kein Fan von, aber ich lasse halt jeden leben, wie er leben möchte. Aber nicht denken, ich habe mir jetzt wegen Kylie die Tasche hier gekauft, ganz sicher nicht. Ich fand die halt einfach super schön vom Material. Ich hoffe, man kann die irgendwie halbwegs sehen. Und halt super auffallend. Ich habe eine letztens im Bus mit dieser Tasche gesehen und ich war so neidisch. Und Girls, ganz ehrlich, wenn ihr auf jemanden neidisch seid, dann lasst euch nicht neidisch machen, ja? Kauft die Sachen nach. Ist egal, wie die Bitch sich nachher aufregt. Ich mag das persönlich auch nicht so gern, wenn man mich kopiert. Aber macht es. Meine zweite Tasche, boah, da bin ich so stolz drauf. Die habe ich allerdings auch nachgekauft. Ich war so neidisch. Ich musste die auch unbedingt haben. Und ich wusste, sie kann entweder nur von Bershka oder von ASOS sein. Oder halt von H&M. Und ich war im H&M und es gab die einfach direkt da. Und guckt euch mal bitte diese schicke Tasche an. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat die sowas Edelnes und erinnert mich irgendwie so an so eine Markentasche irgendwie. Und dann habe ich hier das alte Accessoire von meiner alten Tasche hier einfach dran gemacht. Sowas bekommt ihr überall. Also beim H&M, beim New Yorker. Beim C&A überall. Das ist auch kein echtes Fell oder sowas, ne? Das ist einfach Kunst. Finde ich, gehört aber zu jeder Tasche irgendwie dazu, dieses Accessoire. Kommen wir nun zu Schuhen. Und zwar kaufe ich meine Schuhe immer beim Deichmann. Die Produkte, die ich hier zeige im Video, sind teilsweise benutzt. Also meine Taschen und die Schuhe, die habe ich schon getragen. Weshalb ihr hier jetzt auch schon so Einlagen sehen könnt, die ich mir hier reingeklebt habe. Ich weiß nicht, wieso mir diese Schuhe aus der Rita Ora Collection so gut gefallen. Diese Frau trifft einfach meinen Geschmack. Das sind diese wunderschönen Schuhe hier. Sind die nicht nice? Ich finde die so, so schön. Diese Schuhe sind ein absoluter Hingucker. Ich musste die unbedingt haben. Die waren nicht ganz günstig. Ich glaube 35 oder 40 Euro. Aber die sind so schön. Ich habe die auch schon auf Instagram gepostet. Wer mich dort im Übrigen noch nicht verfolgt, kann das gerne unter diesen Namen hier tun. Die Schuhe von Deichmann sind sehr günstig und daher meistens auch etwas unbequem. Ich hatte letztens einen Kommentar dabei. Oh mein Gott, wie kannst du in der Stiefelparadies unterstützen? Jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Es gibt Frauen, die tragen nur Schuhe im Werte von 100 Euro aufwärts. Ich bin halt eine, die trägt auch 10 Euro Schuhe. Wenn sie mir gefallen, gefallen sie mir. Ja, und wenn sie nicht bequem sind, ja, ist das mein Problem. Ja, also dafür gibt es Einlagen. Wenn ich schon günstige Schuhe kaufe, dann lege ich halt auch Wert auf Einlagen. Die habe ich jetzt neulich aus dem Deichmann gekauft für 10 Euro und kostet jetzt auch nicht die Welt. Deswegen erwarte ich nicht so viel. Ich hatte mal Gel-Einlagen und das hat das Laufen schon
deutlich angenehmer gemacht, weil ich habe immer das Problem, ich bin ja nicht gerade leicht und meine Fußballen müssen halt so viel Gewicht aushalten und das über Stunden und das tat einfach weh. Deswegen bin ich wirklich auf der Suche nach guten Einlagen, damit die Schuhe halt auch wirklich bequem sind. Ich brauche das jetzt nicht für Partys oder so, mache ich ja überhaupt nicht. Aber es gibt Frauen, die sagen, oh, ich brauche Einlagen, damit ich den ganzen Abend darauf tanzen kann. Wenn ihr gute Schuheinlagen kennt, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare. Das interessiert mich. Guckt mal, diese tollen Schuhe sind auch aus der Star Collection. Auch von Rita. Und oh mein Gott, wie schön sind die bitte. Die gibt es noch in Silber und in Blau. Und ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, aber ich gehe da schwer von aus, dass das klappt. Die glitzern einfach mal. Und der Deichmann ist ja so gemein, ne? Das ist ja alles Kauftaktik, ne? Die leuchten den Raum so gut aus, dass alles funkelt, was nur funkeln kann. Und da bin ich wie eine Elster. Wenn was funkelt, kaufe ich das. Die haben 30 Euro gekostet, waren reduziert, sind jetzt immer noch reduziert, sind ohne Einlagen auch ein bisschen unbequem, schließt man hier über diese Schnalle, ist mit langen Nägeln nicht so nice, aber kriege ich irgendwie zu. Ja, super schöner Schuh, glitzert auch hier vorne. Ich liebe diese Schuhe. Jetzt kommen wir zu den Klamotten. Ich verlinke dir hier oben mal meine Fashion-Playlist, wenn du dich für Klamotten aus dem New Yorker, H&M, Shein etc. interessierst. This playlist is for you. Diese Hose habe ich aus dem New Yorker. Jetzt, wo es so warm ist, sehe ich es nicht ein, lange Hosen zu tragen. Ja, ich bin eher so ein Kleidertyp. Ich trage super gerne Kleider, aber auch kurze Hosen, Röcke geht. Habe ich so ein bisschen Probleme mit meinem Bauch. Aber Hosen, also so kurze Hosen, geht immer. Diese Hose hat Nadine auch und sie meinte, Nettie, kauf dir auch diese Hosen. Die sind super bequem. Nicht jedes Selbstbewusstsein hält das aus. Ich weiß, meins hält es aus. Nadines auch. Aber traut euch einfach. Ich sag's auch ganz ehrlich nochmal hier an der Stelle. Zieht an, was ihr wollt. Scheißt auf die Blicke. Und auch dicke Frauen wie ich, ja, wir können auch schön aussehen. Tragt einfach, was ihr möchtet. Darf ich hier nochmal sagen, es ist ein Fashion Haul. Und das hier ist meine neue Hose. Ich finde die vom Material auch sehr, sehr schön. Da kommt viel Luft durch und gerade für den Sommer finde ich das einfach ideal. Bleiben wir bei kurzen Hosen. Und zwar habe ich mir hier eine Hot Pants, kurze Hose, Hot Pants aus dem H&M gekauft. War reduziert auf 6 Euro. Ups, ich habe euch die Größe nicht gesagt. L, XL. Aufwärts. In der Größe 40 habe ich diese wunderschöne Hose gekauft. Sie ist halt genau das, was ich gesucht habe. Schön, auffällig, schöner Gummizug, günstig und kann ich High-Waisted tragen und meine Röllchen verstecken. Und ja, werdet ihr auf Instagram auf jeden Fall dann von mir sehen. Werde ich tragen mit einem weißen Top. Vielleicht mit den Schuhen, die ich hier gerade gezeigt habe. Dann habe ich einen neuen Gürtel gebraucht. Und den habe ich beim H&M gefunden. Sieht so aus mit so einer Schnalle. Oh, hier ist sogar noch ein Preiszettelchen dran. Für 13 Euro in der Größe L. Und ist ein ganz normaler schwarzer Gürtel. Ich finde, solche Accessoires, gerade bei kurvigen Frauen, machen echt was aus. Ich trage schon etwas länger High-Waisted Hosen, keine Jeans, aber so halt so Stoffhosen. Die trage ich auch ziemlich weit oben, also High-Waisted. Und wenn ich dann nochmal einen Gürtel drauf mache, also einen Gürtel drauf anziehe, dann sieht das halt super stylisch aus. Ne? Also das fällt halt auf und lenkt halt auch so ein bisschen von eurer Problemzone ab, wie ich finde. Dann ein kleines Accessoire. Und zwar habe ich hier noch einen Haarreifen. Fand ich total cute. War nicht ganz so günstig, aber guckt euch mal bitte dieses wunderschöne Design an. Alles, was funkelt, liebt Nettie. Also musste ich mitnehmen. Brauchte ich auch. Kommen wir nun zu einem Shirt aus dem H&M. Und zwar ist das hier so ein Mickey Mouse Shirt in Schwarz in der Größe M hat 15 Euro gekostet und habe ich einfach so gekauft, weil ich bin ähnlich wie mit dem Glitzer, sprechen mich halt bunte Farben an. Würde ich
im Alltag tragen, würde ich aber auch zum Schlafen als Nachthemdersatz tragen. Finde ich mega, mega schick. Ich bedanke mich, dass du bis hierhin geguckt hast, also zugeschaut hast, dass du dran geblieben bist, sagen wir es so. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir dieses Video gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Muah. Ciao!